Oh, und da sind wir wieder bei Sons of the Forest. Immer noch nicht zu zweit. Weil, und das ist ja jetzt ab dem Punkt wirklich Satire, das kann ja wohl nicht sein, aus irgendeinem Grund drüben das Mikro jetzt kaputt ist und wir jetzt warten müssen bis zum nächsten Monat, bis da wieder Geld vorhanden ist. Und das Mikro dann wieder neu gekauft werden kann und wir dann erstmal noch warten müssen, bis es ankommt. Und dann können wir zusammen wieder was spielen. Das ist Verarsche, weißt du? Das ist einfach nur Verarsche. Jedoch hat mich das hier auch ein bisschen dazu gebracht, jetzt ein bisschen mehr zu schneiden. Ich habe jetzt bald auch endlich mal den vierten Stream durch. Von Baldur's Gate. Ich habe mir da ein bisschen Mühe gegeben. Ich habe da ein Musikvideo reingeschnitten. Warum auch immer. Gut, es ist eher eine Montage, aber ja, das war recht cool. Und ich habe halt ein bisschen mit ein paar, ja, wie sagt man, Mechaniken gearbeitet, die ich sonst halt noch nicht so wirklich angewandt habe. Ich hatte da ja ursprünglich auch geplant, ich mache dort ein Intro immer für das vor einer Folge läuft. Wäre natürlich richtig lame, wenn du das dann alles in der Playlist nachher anguckst, weil du hast dann immer das Intro davor, aber ja, wer es nicht mag, der kann es ja skippen. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich jetzt mache für jede Folge oder nur für die erste Folge. Weiß ich nicht. Oh, hallo. Der kam doch sicherlich nicht allein. Ich komme jedenfalls relativ gut weiter im Moment. Ich gucke mir das natürlich noch komplett an. Ich skippe da nicht durch. Weil manchmal hast du ja auch Szenen, wo ich nicht sage, aber trotzdem was Witziges passieren könnte, wenn man das kombiniert mit was anderem, was danach passiert. Das weiß man natürlich nicht. Das weiß man nur, wenn man sich das komplett angeguckt hat, nochmal die ganzen Kontexte kennt. Kann man dann schön zusammenschneiden. Ich kann jetzt halt auch in die Spielstände einfach nochmal zurückgehen, die wir da haben. Wir haben ja ein paar Save States da gesetzt, die wir nutzen können. Ich habe da so eine coole Mod. Damit kann ich die Kamera frei bewegen. Das kann ich hier auch ganz gut nutzen dann, wenn ich da dann rumschneide. Das ist dann spaßig. Hatte nämlich schon die Befürchtung, dass ich extra noch mal durch all die ganzen Videos da durchklicken muss, um dann perfekte Szenen zu haben, wo man dann die Gesichter auch alles sieht. Nö, brauche ich nicht. Dann einfach in den Spielstand reinklicken und dann selber aufnehmen. Wenn ich anrufe, mache ich weiter. Jeden Tag die
ich spiele auch mit dem Gedanken, ob ich das nicht vorher schon freischalte, bevor ich jedes einzelne Video davon gemacht habe. Ich mag es eigentlich, vorher schon mal alles zu haben, dann kann man nämlich alles hintereinander dann weg machen. Also hochladen, freischalten und sonst alles. Aber das wird dann halt auch einfach dauern. Das wird halt einfach vielleicht erst in einem Jahr dann fertig sein, weil es dauert halt so lange, überhaupt da durchzugucken. Auch wenn ich die Zeit habe, weil du kannst dich nicht darauf 24/7 drauf konzentrieren. Da wirst du einfach krank von. Wenn du dich dann nur ständig reden hörst. Ich meine, ich nehme hier zum Beispiel auch nicht so viel auf Vorrat auf, immer nur alle 3 Tage. Das hat sich jetzt halt so ein bisschen eingegliedert, dass das so ist. Wenn ich das hier wirklich jeden Tag machen würde, da würde ich auch verrückt werden. Ich glaube, da wird das auch ziemlich gleich werden, muss man schon sagen. Du hast zum Beispiel an einem Tag dann vielleicht nicht wirklich Neues zu bereden, aber dann nach 3 Tagen vielleicht schon wieder. Ja, wenn du wie ich nicht rauskommst aus dem Haus, dann kriegst du sowieso nichts Neues zu reden. Insofern du nicht Nachrichten guckst oder sonst irgendwas. Ich habe die letzten paar Tage wieder relativ lang geschlafen. Immer gut 10 Stunden lang. Ich war gestern aber auch recht lang noch wach. Da war ich bis irgendwann 9 Uhr morgens irgendwie wach und... Ja gut, sind nicht ganz 10 Stunden, aber ich bin so 18 Uhr, ein bisschen danach, aufgewacht. Und hab dann gesehen, oh, ich habe die The Forest-Folge noch nicht freigeschaltet. Muss ich jetzt machen? Hier, fertig. Jetzt muss ich mir wieder angewöhnen, dass ich es direkt mache, wenn ich das Zeug hochlade. Oder vielleicht einfach schon die Folgen benennen. Das macht das auch halt immer einfacher. Ich kann leider keinen Doppelpunkt da reinmachen. Auf meinem PC, weil aus irgendeinem Grund mag mein PC es ja nicht. Wenn du einen Doppelpunkt da rein tust, ich denke mal, das ist bei anderen auch so, in die Beschreibung von einem Namen. Damit kommt Windows, glaube ich, einfach nicht klar. Und ich muss halt diesen Doppelpunkt hinter dem Spieltitel haben und danach kommt dann ja die Zahl. Finde ich immer noch komisch, wie... größere YouTuber immer mehr davon weggegangen sind, irgendwie Zahlen da reinzuschreiben und dann zu meinen, jo, wir schreiben da jetzt einfach nur irgendwas hin, nicht mal den Titel vom Spiel, sondern einfach so. Das hat man bei German Let's Play immer gehabt, aus irgendeinem Grund, wodurch ich dann fast nie gemerkt hätte, dass der mal The Forest gespielt hat. Was ich halt wirklich nur dem Thumbnail entnehmen konnte. Und ich finde... Das ist so schlecht halt einfach nur, wenn du den Zuschauern klar machen willst, was genau du da gerade überhaupt spielst. Das ist halt keine gute Taktik, finde ich. Es funktioniert bei den Großen, weil die müssen sich nicht Gedanken machen darüber, was genau da jetzt drin steht, weil die können einfach geguckt werden, weil die drin sind in dem Video. Die haben das Video gemacht, Leute wollen die gucken. Aber wenn du dann halt so einer bist wie ich, dann musst du dann natürlich reinschreiben, was für ein Spiel du da spielst, damit dann Leute, die vielleicht das Spiel einfach sehen wollen, das dann bei dir sehen. Funktioniert ja gar nicht anders.
Naja, wenn hier wirklich auch mal Leute zugucken würden, das wäre schon schön. So wie damals. Da müsste ich halt wieder Tipps schreiben, aber ich habe das Gefühl, kein Mensch mehr spielt dieses Spiel. Das ist noch schneller gestorben als The Forest selbst. Und The Forest hat halt schon irgendwie 2, 3 Jahre durchgehalten, finde ich. Hat sich auch angefühlt, als wenn es ein längeres Spiel wäre, aber das liegt auch daran, dass das Ende halt nie wirklich greifbar war am Anfang. Da haben wir schon sehr lange drauf gewartet, bis es dann mal drin war. Und selbst als es dann mal drin war, war es ja noch nicht wirklich zu Ende. Da wurde ja dann immer noch dran rumgeschraubt. Es gab dann ein zusätzliches Ende. Hier war ja schon alles so ziemlich drin. Das war echt ein Fehler von den Entwicklern. Die hätten das hier wirklich rauszögern sollen. Und jetzt weiß man halt nicht mal mehr, ob die wirklich hier noch dran arbeiten, ob die schon zum nächsten übergegangen sind oder generell nichts mehr machen. Ich meine, das Spiel hat sich jetzt schon verkauft. Die brauchen eigentlich nichts mehr tun. Diese ganzen großen Creator, die sind jetzt schon alle weitergezogen, weil ja, ist ja schon langweilig das Spiel. Da braucht man ja nur irgendwie 3, 4 Videos zu machen und dann wartet. Das ist ja heutzutage immer so, dass man irgendwie nur noch, vielleicht, wenn man Glück hat, eine Woche über ein Spiel spricht und dann wartet. Manche Spieler haben das Glück, dass die später nochmal größer werden, wo sie schon ein bisschen draußen sind, hier Among Us. Habe ich auch noch nie in meinem Leben gespielt übrigens, aber will ich auch gar nicht, weil das sieht für mich halt nicht interessant aus. Ich glaube, da ist Trouble in Terrorist Town halt einfach besser. Ja, trotzdem noch müde. Bin gerade mal 2 Stunden wach. Kann von Glück reden übrigens, dass ich jetzt schon mein Mittagessen hatte. Ich meine, klar, 18 Uhr, da solltet eigentlich auch dann schon fertig sein. In den besten Fällen, manchmal ist es das nicht. Naja, wenn ich es mir selber machen würde, dann wäre es natürlich fertig. Aber jetzt gerade bin ich ja in einer Situation, da muss ich es nicht. Dann mache ich es dann auch nicht, weil ich weiß, dass die anderen es tun werden und dann wäre es ja verschwendete Arbeit, wenn man das nochmal macht. Eigentlich auch Ressourcenverschwendung. Gib mal her. Bitte. Würde wirklich gern diese Sammelstücke 12 von 12 da wegkriegen, aber wir kriegen es nicht weg, weil es da in der Wand ist. Wo
das hätte da nicht sein sollen, weil ich habe da ja nie was hingelegt eigentlich. Aber das Spiel tut wirklich so, als wenn es so wäre. Um das wegzubekommen, müssten wir eigentlich... Ja, das geht nur, wenn wir wieder zusammenspielen. Ich habe da eine Idee, wie wir das machen können. Da müsste einer von uns innerhalb vom... von irgendeinem Bunker sein, dann rausfliegen, weil dann wird die Welt anders geladen. Da kann man nämlich runterfallen. Und dann könnte man was da rein tun. Das sollte, glaube ich, gehen. Weil dann hat man so eine andere Overworld, wo alle ganzen Bäume weg sind und dann kann man auch durch den Boden durchfallen und dann kann man da was reintun. Das haben wir ja schon mal geschafft. Ist hier auch wieder ein Fake-Baum. Nö. Ich habe in letzter Zeit, dass meine Beine so ein bisschen wehtun. Beziehungsweise rumzucken. Gerade wenn ich penne, aber das höre ich wohl, dass das normal sein soll. Aber ich ziehe die halt immer so komplett weg. Wenn das passiert. Ich muss mal wieder diesen komischen Home Trainer dann benutzen, aber den habe ich gerade in meiner Wohnung. Habe ich halt die ganze Zeit immer unterm Tisch und dann konnte man das immer so gut nebenbei machen jetzt gerade. Das habe ich ja sowieso immer während einer Aufnahme gemacht. Ich dachte, da wäre jetzt noch jemand weiteres, aber das war auch wieder nur Virginia, weil ich habe da gerade so ein Atemgeräusch gehört und das hörte sich überhaupt nicht nach ihr an. Rennt die jetzt auch hier die ganze Zeit so komisch hinterher? So, ich denke, ich mache hier gleich nachher so eine Art, ja, wie nennt man das? Lampe? Und das führt dann halt hier auch wieder hin. Wenn wir schon dabei sind, wo genau ist denn das? Nö. Ja. Man auch so schlecht zu einer Weggabelung machen, ne? So, jetzt baue ich Sticks, aber die sind jetzt wahrscheinlich alle wieder weg von den Bäumen. Naja, jetzt wo hier gerade das anfängt, muss ich die Folge beenden. Würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!